Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Riffam hier auf der Stammbach. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben, ja, aus dem Livestream Montagabend. Das bedeutet, wir sind immer Montag 20 Uhr live. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Twitch-Link ist unten in der Videobeschreibung. Dort einfach draufklicken. Kann man sich kostenlos anmelden, wenn man das möchte. Beziehungsweise muss man nicht mal, aber wenn man im Chat schreiben möchte, dann sollte man das tun. Und einfach ein kleines Follow da lassen und dann kann man hier direkt im Livestream mithasseln. Mehr ist es gar nicht. Kostet nichts. Tut nicht weh oder sonst was. Gut, aber der Dominik und der Ex sind natürlich auch dabei. Hallo. Servus. So, und wir sind kräftig am Schwaden hier. Das eine Feld muss noch zusammengezogen werden. Meine Frage, hast du die Schwaden mehrmals gefahren? Also hast du die immer weiter zusammengezogen, kreisfahrttechnisch? Oder wie hast du es gemacht? Wechsel. Oder wer hat denn geschwadet? Ich hab's gemacht. Ja, Dominik. Johannes. Einmal links und einmal rechts. Okay, ich fahre jetzt einfach mal hier nochmal drüber. Ich ziehe das einfach mal ein bisschen weiter zusammen zu einer etwas größeren Spart. So. Okay. Dann. Aber währenddessen du so schön am Spaten bist, Tino. Ja. Folgende Frage. Wollen wir Silage im Silo machen oder wollen wir Silage Ballen machen? Das ist mir eigentlich egal. Wir können aber... Wir haben das Anderson drauf, ne? Anderson. Genau. Deswegen würde ich da eigentlich ganz gerne mal Ballenwickeln, hä? Und ablegen. Das ist dann eine coole Sache. Das können wir auf jeden Fall machen. Mit dem Anderson ist das auf jeden Fall eine feine Sache. Da würden wir mal die Technik dazu kaufen. Okay, das wäre cool. Werner 19, Dankeschön für deine 9 Monate, Bruder. Das lief von dir. Dankeschön. Denn heute kam ja auch noch was Neues mit drauf. Sie sagen es richtig, ich fasse es nicht. SN, nur für dich habe ich das jetzt gesagt. Nur wegen dir habe ich jetzt Schwaden gesagt. Ist kein Scheiß. Weil ich wusste, dass du da bist, SN. Ich wusste, du bist da und deswegen habe ich jetzt Schwaden gesagt. Aber SN, das heißt immer noch Schwader. Ich soll sagen, so wie du das bei Pharma gemacht hast. Wie hast du es da gemacht? Was? Hast du das Silageball gemacht? Ach ja, ne, da habe ich ja, da mache ich ja auch mit dem Andersen. Ja, sag ich doch, ja. Das können wir auch machen. Ist ja eine gute Idee. So, da haben wir nämlich, wir haben ja eine neue Presse mit drauf genommen. Die hat Johannes vorgeschlagen. Eine neue Presse? Ja. Ist der Wahnsinn. So, warte mal, jetzt kann ich das hier umstellen. Ne, das wird zusammenklappen. Kauf die mal fix. So, warte mal, wie konnte man den Schwader jetzt ausgewählter Arbeitsmodus rechtzeitig? Das konnte man jetzt aber ändern. Frage ist, war wie? Wie konnte man das ändern? Ich glaube mit Z. Steuerung Z. Ah, siehst du, aber Z war dabei. Das wird auch gar nicht ein. Ach doch, Arbeitsmodus wechseln, da steht's doch. Mensch. So. So, ich habe uns mal die Technik gegönnt. Ich überlege gerade, wir werden jetzt. Boah, ey, ich bin gerade komplett lost. Haben wir eigentlich eine Ballengabel uns damals schon geholt? Nee, war. Nee, ich glaube nicht. Nee, okay. Ich glaube nicht. Ballengabel dazu. So, dann fahren wir hier jetzt mal lang. Genau, ziehen das hier noch mit rein. So, jetzt habe ich es raus. Jetzt habe ich es raus. Sehr schön. Daxa, danke schön für dein neues Sub. Das ist sehr lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Ganz frisch dabei. Mensch. Ganz frisch dabei, der Dude. Heißt ihn willkommen. So. Ja, und der Daxa, der gönnt sich erstmal, der schenkt der Community erstmal noch 5 Subs. Das ist auf jeden Fall stabil, Bruder. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Für 5 Subs an die Community. Darf ich da pressen? Ja, klar. Aber wieso? Alter, jetzt hier was liegen lassen. Das ist auch komisch.
Dankeschön, Daxa, das ist wirklich lieb von dir. Muss den Arbeitsmodus nicht wechseln. Nee, mache ich auch nicht. Ich mache den wieder andersrum. So. Okay. Genau, wir haben zwei. Ja, das war jetzt ein bisschen Käse. So. Tun wir das hier alles mal schön zusammenziehen. Unter den kritischen Augen unseres SN Sachsen. Daxa, Dankeschön nochmal für die Community Subs. Ja, unter den kritischen Augen unseres SN Sachsen. Oh, was haben wir denn jetzt? Sag mal, wie viel Arbeitsmodus gibt es denn hier von diesem Kackding? Du hast einmal Ich rechte merke das Seite, gerade. einmal linke Seite und einmal Mitte. Ja, das habe ich mit der Mitte, das habe ich gerade vergessen. Wahnsinn. Und im Übrigen, wir haben jetzt auch unser Silo am Hof. Okay. Ach so, das, was gefehlt hat das letzte Mal. Genau. Ja. Das ist doch gut, wenn das jetzt da ist. Das ist doch sehr gut, wenn das jetzt da ist. Da können wir da jetzt auch wieder. Das ist so aufgebaut wie das Silo beim Landhandel. Okay. Hast du auch vier Kammern, vier oder fünf Kammern, Ja. wo du es separat auswählen kannst und reinfüllen kannst, finde ich ganz gut. Das klingt auf jeden Fall vernünftig. Das klingt vernünftig. So. Gut. Bist du mit der Presse schon auf dem Weg, zufälligerweise? Nee, ich dachte mir, wenn du die Presse holen möchtest, Kann ich das wird machen, ja. vielleicht. Wir haben auch wieder ein paar Kommentare, die uns der Excel rausgesucht hat. Und zwar der Mika Gitzinger hat geschrieben: Wie könnt ihr Gebäude beispielsweise auf der LU-Fläche platzieren? Bei mir geht das nämlich nicht. Würde mich auf eine Antwort freuen. Ja, dann versuchen wir denen doch mal die Antwort zu geben, oder? Auf jeden Fall. Excel, da bist du doch der Meister. Ist auf jeden Fall ganz einfach. Und zwar, ich denke mal, es handelt sich bei der Frage speziell auch hier bei der Stappenbach drum. Ist ja immer so, wenn du Global Company hast, allem drum und dran, musst du Global Company reingehen. Und da hast du ja die Einstellungen ganz hinten. So, und da steht ganz oben, überall platzieren, aktivieren. Das muss logischerweise aktiviert sein. Und man Achso, braucht warte auch mal das. kurz, ich kann das natürlich mal mitmachen. Einmal hier zeigen, Global Company, Steuerung G und dann hier hinten aufs Zahnrädchen überall platzieren, aktivieren. Genau. So, und dann logischerweise muss man dann ja das Land auch besitzen. Und ja, dann funktioniert's. Mehr ist es eigentlich nicht. Mehr ist es nicht. Dann Doch. sollte es funktionieren. Also im besten Fall zu 99% sollte es dann funktionieren. Ja. So, komm, ich will hier gar nicht groß rummehren mit dem Schwader. Bin nur gerade am Überlegen. Ja, pass auf, komm bitte. Ja? Hast du hier hinten schon geschwadert? Wo? Ja, nee, erst noch nicht. Ja, pass auf, dann machen wir so. Wir hängen den Schwader ab, da kannst du die Presse holen. Ja. Da haben Dann wir bin noch einen ich hier. Traktor. Bleib stehen. Ja, ne, wir haben da, deinen haben wir ja noch. Warte mal, was hatte ich für einen? Weiter. Dann würde ich mit dem pressen. Na gut, kannst du auch. Da können wir den ja hier dran lassen. Es sei denn, wissen nicht, was Dominik machen möchte oder was Dominik gerade Der macht. Dominik ist in weiter unterwegs gerade, er braucht Ich den. versuche das gerade abzuhängen, funktioniert aber nicht. Was willst du abhängen? Die Sämaschine. Geht nicht? Ich krieg's nicht hin. Warte, ich komme mal zu dir, Dominik. Zusammen krieg mal die Kupplung vielleicht auf. So, wo hast du denn das gute Stück? Wo?
Mach die Kabel nicht ab. Der Schlingel. Das ist der Käse, dass sie ausgeklappt sein muss. Oder? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Kriegst du auch nicht ausgeklappt. Was? Kann sie auch nicht ausklappen. Okay. Oh, 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 oh. Kannst du sie absenken? Mit V? Ja. Da vielleicht besser rankommst. Warte mal kurz. Problem ist, wir müssten sie ausklappen. Glaube ich. Ja, aber ich kann auch X drücken, da passiert nichts. Ja, ist richtig. GPS in diesem Fahrzeug gecheckt. Wie war das nochmal? Alt S? Nee, was war's? Ja, Alt C, um es anzustellen. Probier mal mit mal alles klappen, Tina. Nee, geht nicht auszuklappen. Warte. Jetzt? Nee. Immer noch nicht? Nee. Wenig. Ja, Gott, nochmal. Warte mal kurz. Dreckding! Kleiner Tipp, Dominik? Ja? Kurz Helfer einstellen. Hi. So. Seemaschine beim Händler? Du meinst. Die Presse. Ja, die Presse ist beim Händler, ne? Ja, steht beim Händler. So. Dann schauen wir doch mal, was wir für ein schönes neues Gerät haben hier. Ach ja, eine Krone. Interessant. Aber warum die jetzt im Endeffekt nicht abging, weiß ich auch nicht. Eine schöne Big Pack. Ich würde das Feld noch fertig machen, ne? Welches? Ja. Das eine Schwaden. Ja. So, soll ich pressen? Ja. Ja. Was hältst du davon, Dominik, hier so eine lange Bahn lang ziehen? Ja, passt doch ganz gut. Ja. Oh, da hat einer den Verkehr schon ausgemacht. Was ist denn da los? Nee, der ist noch an, oder? Der ist an. Ah, der ist an. Nee, ihr habt recht. War nur gerade wenig los hier. Da war nur wirklich gerade wenig los. So, warte mal. Irgendwo hier müssen wir runter. Da hätten wir schon mal runtergekonnt, aber wir können auch hier hinten runterfahren. Sag mal. So schön, wie der Schwader gerade ist, aber ich sehe gerade, ich weiß nicht, ob dir das auch auffällt, Johannes, hinten, der rechte, da kippt vorne immer ein bisschen über, siehst du das? Ja. So, ich leg mal los hier, wa? Ja. Warte mal, auf welchem Feld seid ihr gerade unterwegs? Das hab ich doch gemacht. Ja, genau. Das war aber nicht so schön. Ja, jetzt hör doch auf. Luft nach oben. Ach, Luft nach oben. So, der Sepp2 hat auch noch eine Frage gestellt. Und zwar, wie wäscht man Feuerwehranzüge wegen den ganzen anderen Materialien? Weiß es auch nicht. Wie wäscht man Feuerwehranzüge wegen den ganzen anderen Materialien? Huch, was ist das denn für eine Frage? Keine Ahnung. Bei der Feuerwehrwäscherei. Gibt's eine Feuerwehrwäscherei? Ja, also, wir haben die immer bei unserem Feuerwehrzentrum abgegeben und dann wurden wieder gewaschen. Okay. Es gibt übrigens auch eine Schlauchwaschanlage. Eine Schlauchwaschanlage? Ah, okay.
Aber jetzt müssen wir blöd fragen, für was wäscht man die, wenn da noch Wasser durchläuft? Falls nicht noch Wasser durchläuft? Außenrum, die liegen ja überall rum. Ach so. Meinst du außenrum vom Dreck befreien? Ja. Da habe ich mal gesehen, da hängen die bei uns an so einem Turm auf. Ja, genau. Zum Trocknen. Ja. Werden die abgespritzt und da aufgehangen. Ja, ich sag mal, so Materialnachbearbeitung oder Aufarbeitung nach so einem Einsatz ist schon aufwendig. Ne? Es kommt immer drauf an. Aber wenn du da wirklich mal einen ordentlichen Großeinsatz hast, wo es wirklich heiß hergeht, im wahrsten Sinne des Wortes, wie bei uns war eben letzte Nacht ein Wohnhausbrand in der Nachbarstadt. Da wurde unsere Dorffeuerwehr mit angefordert und da sind die mit rausgerückt, weil wir ein relativ neues Feuerwehrfahrzeug haben. Und ja, da sind die mit ausgerückt und da haben die schon, also wo ich früh um 7 auf, in der Nacht um 2 ging die Sirene und ich bin früh 6.30 Uhr auf Arbeit gefahren, da waren die noch zu Gang. Also da war aber, also da war es so schon gelöscht, die ersten haben schon zusammengepackt, aber war noch alles, ja, war noch gut besucht. Von den Feuerwehrs. Autos. Ja, muss ja ordentlich was los gewesen sein. Ich kann dir nicht sagen, aber ich denke mal, die Hütte hat schon gebrannt, ganz gut. Den krassesten Brand, den ich bei uns mal erlebt habe, war ein, so eine Autoverwertung. Okay. Ich weiß nicht, Excel, ob du die mal gesehen hast, wenn du in die Stadt reinfährst. Ja. Die Stadt vor meinem Dorf. Ja. Der fährst ja die Umgehungsstraße. Das ist richtig. Also eine Brücke. Ja. So, und da ist rechts so ein Autohof. Also so, da stehen ganz viele Schrottautos. Ja. Direkt ja. neben der Bundesstraße. Ja. Und das Ding hat mal lichterloh gebrannt. Aber lichterloh. Ach Quatsch. Also was da los war, kannst du dir vorstellen. Also da bin ich auf der Bundesstraße vorbeigefahren, das weiß ich noch, das war im Sommer, da bin ich mit einem Kumpel vorbeigefahren, wir hatten das Fenster offen, Alter, da hat es uns fast die Haare weggebrannt auf dem Arm. Da kam ein Hitzeschwall rein, das war der Wahnsinn. Also da war ich total erschrocken gewesen. Das hat aber auch gebrannt, also sowas habe ich noch nicht gesehen. Ist so ein Brand. Und da hat ein Praktikant... hat in der Werkstatt, das ist ja eine Autoverwertung, das heißt, die kaufen kaputte Autos oder ne, kaufen die dort auf, haben die abgeschleppt, gleich abgekauft und so weiter und dann werden die verwertet. Alle Teile, die noch gehen, werden rausgebaut und werden quasi wieder verkauft. So, und da haben die natürlich eine Werkstatt, wo das alles zerlegt wird und da war ein Praktikant und der sollte da beim Zerlegen mithelfen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, keine Ahnung, war der da ein paar Minuten alleine und hat da mit der Flex rumhantiert. Und hat da einen schönen Funkenschlag gemacht. Und da stand eine Wanne mit Flüssigstoffen drin. Keine Ahnung, Öl, Benzin, was weiß ich. Und hat diese Wanne in Brand gesetzt durchs Flexen. Und dann war alles zu spät. Also dann war alles zu spät. Und da war ein Wohnhaus mit dran. Also deren Wohnhaus. Die haben dort gewohnt auf dem Grundstück mit. Das Wohnhaus ist komplett abgebrannt. Also da war auch... alles, was da drin war, ist abgebrannt. Die hatten nichts mehr, gar nichts mehr. Tja. Und das Krasse war, die waren im Urlaub. Ach, du. Ja, die waren im Urlaub und der Praktikant hat die, die Angestellten haben ja trotzdem weitergearbeitet. Ne? Sozusagen der Chef war im Urlaub, so ungefähr, und der Praktikant hat die Hütte abgefackelt. Der absolute Hammer. Aber da hatte die Feuerwehr auch, also, boah, was sie da, also da hatten die, oh, oh, oh. Das war sehr brenzlig. Also da hat man auch gesehen, da sind die, haben die auch sehr großen Abstand gehalten. Ne? Ja klar, ja, geht es ja auch ums eigene Wohl. Bei der Hitze und alles. Ja, da musst du auch aufpassen, da kann ja auch was explodieren noch oder was auch immer. Da weißt du auch nicht, was da rumliegt. Genau, das ist ja das. Ja, man weiß ja nicht, haben die zum Beispiel, der erste Gedanke, der mir so kommen würde, von den ganzen Autos, zapfen die da vielleicht den Sprit ab, ne? Lagern das irgendwo in Fässern, benutzen das noch, warum auch nicht. Und so und ja, weiß der alles nicht. Oder gibt es einen Gastank oder weiß der alles nicht. Ja. Na? Gasflaschen vom Schweißen oder so. Gasflaschen auf jeden Fall, da gibt es einen Rumser, Alter, das ist schon heftig. Also das war, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war schon mal was ganz anderes. Deswegen, nee, da ziehe ich auch echt mal einen Hut. Ziehe ich auch echt mal einen Hut vor den Feuerwehrjungs da bei uns im Dorf, ist ja logischerweise freiwillig. Und in der nächsten Stadt ist aber, die hat so um die, keine Ahnung, 8000 Einwohner, 9000 Einwohner, ist ja wirklich, oder 10.000,
12.000. 12.000 hat sie, glaube ich. 12.000. Aber ist ja wirklich nur eine kleine Stadt. Ist auch nur eine freiwillige Feuerwehr. Ja. Diese machen das auch nur freiwillig, die Jungs. Aber da gibt es auch welche, quasi so weit freigestellt sind von ihrem Job, dass wenn wirklich was ist. Das, ja. Das stimmt. So. Wo ich noch kleiner Bimpf war, da war bei uns mal im Dorf eine Scheune. Und die fing dann abends lichterloh an mit Brennen. Hm. Weißt du, was der Grund war? Hm-mm. Kinder vom Eigentümer haben gegoogelt. Soll ich mal sagen, da habe ich mal richtig Scheiße gebaut in meiner Jugend. Da habe ich mal richtig Scheiße gebaut und ich habe mehr Glück wie Verstand gehabt. Ich habe mehr Glück wie Verstand gehabt. Ey, das hätte so nach hinten losgehen können. Bei uns gab es so eine Hobbywerkstatt. Ja. Und die Hobbywerkstatt, da war keiner mehr, die hat keiner genutzt so richtig. Und das war halt einfach nur so ein großes altes Holztor. So, und da sind wir als Wetz da rein. Und haben da drinnen gespielt. Hm. Und haben da, ey, frag nicht, was wir da veranstaltet haben. War nicht, was wir da veranstaltet haben. Und dann haben wir uns mal so gedacht, irgendwann, oh, mal so ein bisschen warm wäre ja auch schön. Ja. Und da haben wir uns so gedacht, na gut, was willst du hier große Rambazamba machen und haben ein bisschen Öl in so einen Eimer. Ach, du Heimatland. Ey, hör auf, Alter, wenn ich da dran denke, da wird mir Himmelangst, ne, da kriegst du gleich Gänsehaut. Wir waren halt echt nicht alt. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war. Und haben das angebrannt. Ach, du Scheiße. Oh, nee, Alter, hör auf, ey. Ich da dran denk. Hör auf. Naja, auf jeden Fall hat das dann halt gebrannt und dann haben wir so gedacht, nee, das ist doch eine schlechte Idee. Und dann wollten wir das ausmachen, da haben wir so ein bisschen Wasser drauf geschüttet. Naja. Das war noch nicht. Das war noch nicht bekannt, dass das oben schwimmt. Wir haben es Gott sei Dank nicht mit Eimer drauf gekippt, sondern nur so ein bisschen. Ja. Und da haben wir halt gesehen, dass das halt oben schwimmt und dass da gar nichts ausgegangen ist. Oh, heftig, Digga. Heftig, sein Urgroßvater. Das war krass. Und wir haben es dann. Naja, jetzt kommt ja noch der übelste Hit. Schlau wie wir waren, wir haben es in einem Blastereimer. Ach. Also, nee. Nee, Alter. Und ich sag dir, dann hat der Blastereimer schon angefangen so anzuschmelzen, logischerweise. Ja. Und da haben wir in letzter Sekunde haben wir es geschafft, diesen Eimer aus dieser Hütte rauszukriegen. Ach, du glaubst. Ey, wäre der umgefallen, wäre der hier geschmolzen, wäre es rausgelaufen, wäre der abgebrochen da oder abgeknickt und es wäre rausgelaufen. Egal was, ey, das hätte auf 100 Wegen schief gehen können. Auf jeden Fall. Ey, wir haben es so in letzter Sekunde geschafft, diesen Eimer da raus und haben das draußen so auf so einen Kies geschmissen oder Frostschutz oder keine Ahnung. Einfach draufgehauen und haben das dann, da haben wir es dann ausgekriegt. Ey, Junge, wir hätten die ganze Bude abgefackelt. Wir hätten die ganze Bude abgefackelt. Lichterloh hätte das Ding gebrannt. Also. Wenn du dann nach Himmel gekommen wärst, in der Eltern. Oh, Alter, hör auf. Da will ich gar nicht dran denken. Was da. Oh, nee. Will ich gar nicht dran denken. Ja, wenn ihr krasse Geschichten habt, Leute, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja. Naja, man. Ja, jeder hat ja schon mal ein bisschen Scheiße gebaut, ne? In diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Lasst das Däumchen da. Bis dahin. Tschüss und ciao.